Baby, du bist creepy. Diese Babypuppe ist echt creepy. Ich schwör's dir, wenn die Babypuppe jetzt irgendwas macht, ich kick sie. Oh, ich hab sie kaputt gemacht, die Babypuppe. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu The Evil Within, The Assignment vom DLC Modzen Part. Jo, waren wir hier unter den Steinen gefangen, haben eine Pistole gefunden, haben ein bisschen rumgeballert und ja, sind einmal dabei gestorben. Geile Sache! Vom Schleichspiel zum Shooter! Und auf einmal ist die Knarre natürlich kaputt. Natürlich, mo. Was sonst? Und warum ist der Polizist? Was ist mit dem? Hä? Du siehst nicht gesund aus. Ja, wir gehen hier weiter. Wir sind hier unten immer noch. Wir suchen immer noch nach Leslie. So wie die Tunte, die komische mit ihren Stöckelschuhen, die sucht auch nach Leslie. Die will den auch unbedingt haben. Aber wird den auch nicht kriegen. So, liegt hier irgendwie was? Nein, liegt hier natürlich nichts. Was gucke ich überhaupt? So, jetzt kann ich ja ein bisschen rennen. Jetzt wird ja wahrscheinlich erstmal mit Glück vielleicht nichts kommen. Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Reden Sie bei Joseph und so. Stehen die mir im Weg, dann muss ich sie umbringen, oder was? Deswegen ist sie ja später gegen uns gewesen. Wollte unbedingt den Jungen. Die hat ja eine Mission. Eine Mission. Und wir sind schon wieder oben. Oh, Katze. Hallo, Katze. Katze, Speicherpunkt. Ja, wir werden natürlich jetzt hier speichern. Aber ganz klar, muss jetzt sein. Komm, Katze. Lass mal speichern. Komm. Ja, wir überspeichern hier den Spielstand. Zack. Und stehen gerade wieder auf. Oh, schön hat die gemacht. Danke dir. Wir müssen noch sehr weiter. So, gibt's hier sonst noch was? Das hier, genau, so ein kleiner Raum mit einer Tonne, zu einer Tür und ich muss durch den Schacht laufen. Was sonst, hey? Hey, ganz normal. Aber eigentlich müsste doch mehr Joseph und so treffen. In der Hauptstory bin ich auch mehr oft mit denen. Komischerweise hier weniger. Jetzt auch nur einmal gesehen und dann nicht mehr. Gehen wir mal hier runter. Hallo. Ich frag mich echt, wo wir sind. Das kann ich leider nicht anstrahlen, also ich bin zu weit weg. Kann ich das nachher anstrahlen oder? Ich kann das echt erst nachher anstrahlen, wie es aussieht. Okay, Stromkasten drüben. Noch, oh Gott. Sebastian! Kidman! Joseph, warte! Hä? Die Szene kann mich gerade nicht erinnern. Joseph? Ist er echt hinter ihr her? Das hört sich nicht gesund an. Ah, nee, nicht wirklich. Ich brauche volle Energie, um das Tor zu öffnen. Volle Energie. Praktisch, hä? Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Die funktioniert noch, kann und erneuert werden. Ja. Schön. Hier kann ich nicht durch, oder? Nein, okay. Ich häng da fest. Auch toll. Also weiß ich, dass ich vier solche Dinger brauche. Oh Gott. Und ich auf jeden Fall runter muss. Das ist eins, was sicher ist. Hier komme ich auf jeden Fall nicht drüber. Hier kann ich auf jeden Fall runterspringen. Die Frage ist nur, kommen da nachher Viecher? Das würde mich jetzt erstmal interessieren.
Wir keine Viecher. Oh, toll, hier geht's auch runter. Ich muss sogar da runter. Da sind aber über solche Leichen. Scheiße. Ich kenne meine Leiche. Ich hätte das mal Lager checken sollen. Wer muss Lager checken hier? Wird eh gleich angefallen. Da komme ich gar nicht rüber. Da kann ich irgendwas anstrahlen. Aber nur bringt es mir nichts, weil ich es nicht richtig anstrahlen kann. Da komme ich nicht weiter. Gehe ich nochmal hier hoch? Ich muss ja da rein, oder? Nö. Okay, da komme ich echt nicht durch. Noch mehr? Nein. Kann es sein, dass ich hier erstmal rumexperimentieren muss? Ja, weil da geht nämlich eine Tür auf. Geil. Da komme ich runter. Wow. Ich liebe es, wenn es so dunkel ist. Habt ihr schon erwähnt? Ja, im letzten Part. So, dann einmal abwärts. Ja. Baby, du bist creepy. Diese Babypuppe ist echt creepy. Ich schwör's dir, wenn die Babypuppe jetzt irgendwas macht. Ich kick sie. Oh, ich hab's ja kaputt gemacht, die Babypuppe. Nicht gleich, dass die Tante wieder kommt. Leslie? Okay, da bin ich da. Da komme ich hoch. Okay, dann kriege ich wahrscheinlich das Tor auf. Warum? Ich mache die ganzen Babypuppen kaputt. Ist mir scheißegal. Einmal aufwärts. Mit. Hä? Das kommt mir leicht. Leicht blutig. Mache ich jetzt nur das Tor da vorne auf, oder? Ach nee, ich mach das auf, okay. Ah, da geht's auf. Natürlich. Wir gehen aber kurz noch runter. Wir haben ja eigentlich da hinten noch was, was wir anstrahlen können. Ah, da geht's auf. Auch ein Weg rein. Ist da nah rein oder soll ich jetzt da schon hin? Das ist hier die Frage. Ah, hier ist er wieder. Nur ein Rätsel. Ja, ich freue mich, ein Rätsel. Oh nee, oder? Ah, ich muss wieder Code finden. Ah. So, so, so. Okay. So, 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 so. Tada! Und das nächste Brieffragment 6. Haben wir eigentlich? Das ist die Frage. Archiv. Aufnahme. Da haben wir eine Aufnahme vergessen. Wie es aussieht. Nein. Eintrag haben wir alle. Brieffragmente haben auch eins. Nein. Kann ich das nachher wahrscheinlich zusammenpuzzeln. Geil. Der Hammer. Das wird trotzdem... Oh Mann. Ein Brieffragment. Das war sicher in dem einen Ding, wo wir nicht rein sind. Da gab es einen Weg, wo einfach dran vorbei sind.
Schade. Schade, schade. Schokolade. Oh, das kommt noch. Dass das erst nachher machbar. Nein, glaube ich nicht. Jetzt gehen wir da hoch. Und schauen, was es da Schönes gibt. Außer Gegners. Ist doch ein Gegner. Der frisst. Nicht so schön. Hat er mich noch nicht gesehen. Ist die Frage, aber was mache ich mit dem? Ah, das sind mehrere. Kann ich nicht mehr bedienen, okay. Muss ich hier rumschleichen? Das ist die andere Frage. Wenn die mich hören, wird wahrscheinlich vorbei sein. Hier können sie noch nicht zu mir. Alter, hier blubbert's. Ih! Das sind ja die Viecher. Werden die hier gezüchtet? Lol. Das ist nicht so gesund. Was ist hier? Kann ich mich verstecken, hä? Ist nur die Frage, vor was? Vor was kann ich mich hier verstecken? Huhu, yeah! Ich möchte gerne wissen, vor was ich mich verstecken kann. Ich dachte, die Dinger kann ich anfassen. Es muss ja irgendwas kommen. Nö, nee, irgendwie. Warte mal. Die Tür war doch gerade auf. Ich hab Hallus. Spiel macht mich wahnsinnig. Kann ich auch durch. Aha. Wieso kann ich hier durch? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Oder muss ich gleich vor irgendwas Besonderes abhauen? Komisch, komisch. Ich hab so das Gefühl, ich muss gleich vor irgendwas abhauen. Wo bin ich hier? Naja, wir haben den zweiten. Das war so klar. Ja, ich muss ja irgendwie zurück und dann sind da wahrscheinlich jetzt Gegner, von denen ich einfach da durchkrabbeln muss. Oder? Ja. Ich gehe jetzt hier durch. Auf einmal ist hier das Licht an. Und, wie auf einmal hier so ruhig ist. Gerade eben war hier noch Musik. Genau. Aha, da oben fehlt doch einer. Nein. Da rein, bitte. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Die gleich rauskommen. Ha, ist das mies. Das ist echt mies. Es war so klar. Es war so klar. Ist das mies?
Ha! Ja. Wieso habe ich das getan, hä? Muss ja sowas sein. Wie es aussieht, muss ich ihn einfach dahinter locken. Aha. Durch die Wege durchgehen, damit der. Wo läuft der denn durch? Nee, der bleibt da. Okay. Digga! Ja! Guck mal! Komm her! Du Ratte! Siehst du mich? Sieh mich gar nicht. Jetzt dürfte er mich eigentlich sehen. Hallo! Hey du Monster! Ja, hat er mich. Oh, ich häng fest. Runter! Einmal. Zweimal. Komm, 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 komm. Dreimal. Viermal. Komm, 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 komm. Komm, au, au, komm, auf, 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 komm, 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 komm. Gott sei Dank. Wieder runter. Das ist der erste Punkt. Und ich wette, die stehen auf, wenn ich hier das aufmache. Ja. Was? Was? Der sucht mich. Was? Der jagt mich. Sag das doch! Warum sagt das mir keiner, dass der das tut? LOL! Komm, durch! 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 Alter! Dass man sich so beeilen muss, das hätte mir auch einer sagen können. Komm! Auf! 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 Okay. Okay. Lass mich! Aua! Toll, ein Schlag und man ist kaputt. Ja, geil. Und ich beeile mich nicht und denke so, oh ja, der kommt da nicht durch. Dann macht das die Tür auf. Krass. Dann muss ich mich ja böse beeilen. Gut, dass ich Bescheid weiß. Ah, geil, hey. Habe ich das Ding? Jo. Na komm. Da ich ja weiß, dass du da rauskommst. Komm. 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 Kommst du? Ja, er kommt. Okay. Einmal rein. Da ist er. Er läuft gerade wieder weg. Ah, fuck. Ich hab's zwar zu langsam. Digga, hier. Komm mal zurück, mein Freund. Komm. 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 Kommst du? Ja, kommst du.
Einmal. Zweimal. Natürlich. Dreimal. Okay, da kommt schon wieder. Scheiße Idee. Scheiße Idee. Aber ich werde sagen, bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich eine kleine Pause einlegen. Und nächstes Mal werde ich hier vielleicht hinkommen. Mal schauen, müsst ihr einschalten. Ja, dann würde ich ja sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.